Erneut begrüße ich euch zu Amnesia Custom Story hier. House of Creep 3. 2 ist mir ja ziemlich misslungen, was die Aufnahme betrifft. Ich habe es in 2 Teile gemacht und ich wusste nicht, dass ich so dicht am Ende war. Deswegen spiele ich jetzt direkt danach House of Creep 3. Und ich werde es versuchen, ein ganzes Stück jetzt durchzuziehen. Ich weiß ja noch nicht, was mich hier erwarten wird. Ich hoffe aber, ja, dass ich es, wie gesagt, hier überleben werde. So, gleich hier, Schlafzimmerschrank. Laudanum. Große Menge Öl. Kleine Menge Öl. Oder wie? Nee, aufgenommen Öl. Einfach nur Öl. Aufgenommenes Öl. So, Zunderbuchsen. Gleich massig. Was haben wir hier? Vernunfttrank. Okay, und? Nichts. Kleine Säckchen. Die braucht doch kein Schwein. So. Mal gucken, was noch da drin ist. Ah, eine Laterne. Sehr schön. Mal gucken. Ja, war ja klar, dass sie nicht betankt ist. Dann machen wir das Ganze jetzt. Und ein Brief. Und mit dem geht's ja dann immer los. There are more ways to stop you. Good luck. Es gibt mehrere Wege, dich aufzuhalten. Viel Glück. Dann bin ich mal gespannt drauf. Taschenlampe gleich anmachen. Und habt ihr das gehört? Ja, hier bin ich sowieso nicht sicher. Also gerade mal weiter. Wo war das denn? Aber nichts ist hier. Okay. Okay. Alles schön der Ordnung nach. Fangen wir an mit der ersten Tür. Oh, ich ahne schon Böses. Also dann... Auch noch von hinten. So eine Sauerei. Nee. Und dann gar nichts hier drin? Was soll die Aktion... Ach, jetzt liegt da auf einmal ein Schlüssel. Ich hätte ihn vielleicht nicht aufheben sollen. Wird wahrscheinlich für hier sein. Da ist die Tür ja futsch. Okay. Oder? Ja, ist für hier. So, was haben wir hier, was mich erwartet? Fässer. Nichts dahinter versteckt. Kann ich Licht hier ausschalten? Ach nee. Lass uns mal an. Nichts. Moment mal kurz. Ich steig mal auf so ein Fass drauf, um zu gucken. Ob vielleicht nicht doch was. Vielleicht ist auch da drin was. Nein, rein gar nichts. Da läuft irgendwas aus. Aber hier hinter dem Fass ist auch nichts. Hä? Okay. Nee, hier ist auch nichts. Ach, warum mache ich das Licht eigentlich aus? Ich will Öl sparen. Also hier kommen wir nicht mehr durch. Du Fiesling! Dir nehme ich das Fass weg. Die Leiche kann man nicht verschleppen. So, was haben wir hier? Ein Schreibtisch. Geh mal zur Seite, Stuhl. Jetzt will ich doch ein bisschen Öl sparen. Die Kerze muss reichen. Nichts. Doppel nichts. Und einmal Öl. So viel zum Öl sparen. Und ein Hammer. Okay. Ach, die Tür ist gar nicht verschlossen. Was haben wir hier? Eine Kiste. Ob mir das so gut passt, ich weiß es gerade nicht. Wieder ein Schlüssel. Freakshow. Eindeutig eine Freakshow. Aber wenigstens war das nicht so schreckhaft. Ja, Licht an, Licht aus. Ich weiß, ich kann mich ja nicht entscheiden. Schlüssel für dieses Gatter, oder?
Oder ist es der Hammer für das Gatter? Ah, okay. So, weitere Tür. Dann ist der Schlüssel wahrscheinlich dafür. Gut, hier ist es schön hell. Da kann ich das Licht mal ein bisschen ausmachen. Da ist auch schon ein Schlüssel. Mal gucken, ob ich was hier erwartet. Nein, hat mich nichts erwartet hier. Okay. Im Ofen ist auch nichts. Hier drin vielleicht? Ich kann keine Bücher rausräumen. Okay. Nur hier wieder ein Zettel und ein Dolch. The key is in his heart. Der Schlüssel ist in seinem Herzen. In wessen Herzen? So, zwei Türen noch. Das ist bestimmt abgeschlossen. Fuck, I must escape. Da hinten ist nur das Eingekrachte. Okay, Schlüssel für hier. Ach, Moment mal kurz, ich kann ihn auch spaßeshalber mal da ausprobieren. Ja, war ja klar. War ja sowas von klar. Okay, massig Fässer mal wieder. Eine Tür, die ich zumachen werde. Nichts da drin. Da auch nichts drin. Ah, fast stehen wir nicht im Weg rum. Da auch nichts. Dann bleibt nur noch dieser Schrank hier übrig. Okay. Hat ja gut geklappt. Oh oh. Okay. Ich ahne Böses. Oder? Der wird nicht hier durchkommen, oder? Oh. Doch, der kommt hier durch. Der kommt hier durch. Den Teufel werde ich tun und da rausgehen. Was ist aber mit dem Dolch hier? Eine Klinge zum Zerschneiden von und Häuten. Jetzt erstmal abwarten, ob der Freak da draußen verschwindet. Ich habe sowas von keine Lust auf den. Andererseits... Hä? Da ist er ja gar nicht. Doch, da ist er. Da ist er. Wenn ich ihm entkommen kann, eventuell mit dem Schlüssel. Wenn ich vorbeirennen kann. Ich denke dabei jetzt gerade an... Er ist verpufft. Die Sau. Ich wurde verarscht. Ich wurde verarscht. Okay, okay, okay. So, wo bin ich jetzt hier? Hä? Okay. So, dann gucken wir... Penner! Rechts, links. Rechts sind nur Stühle. Netter Effekt, aber hat nicht das genau erzielt, was es sollte. Soll ich dir hochhelfen? Nee, mach ich nicht. Ah, fuck man. Ja, genau, das sehe ich auch so. Noch so ein Penner. Oh mein Gott, das sind ja richtige Krüppel hier. Beziehungsweise eigentlich, nee, der Arm hat sich wieder normalisiert. Wie viele kommen von denen noch? Die Tür ist nicht abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Sicherheitshalber mal zumachen. Der Versuch war gut, aber der ist dir nicht gelungen. Ich hab dich nicht erschrocken. Öl! Öl! Bevor ich den Schlüssel nehme. Laudanum. Vernunfttrank. Sonst nichts mehr hier? Auch da nichts? Okay, dann... Schlüssel. So. Wird wohl für diese Tür hier sein. Kann nicht hierfür verwendet werden? Hä? Okay, jetzt bin ich mal neugierig. Also ich habe hier einen Schlüssel. Und ich kann ihn nicht dafür verwenden?
Dann bin ich mal gespannt. Gegenstand kann nicht dafür verwendet werden. Haha, Moment mal kurz, hier ist doch... Agrippa, du Sau! Du solltest tot sein! So, mein Öl neigt sich wieder dem Ende. Ich fülle nach. Ist das jetzt der richtige? Dann ist das hier der richtige. So, welche Stell dich halt noch quer hier zur Tür! Verschlossen? Verschlossen. Welche Tür öffne ich? Die, wo weniger quietscht. Ich nehme diese Tür, wenn es denn geht. Okay, geht nicht. Geht nicht. Okay, schauen wir mal hier rein. Hier ging. Was ist jetzt dahinter? Es quietscht doch Mäuse. Mäuse machen mir eigentlich kaum Sorgen. Lecker Innereien oder was es sein soll? Ein Zettel. Der Apple ist für Sadie. Ich habe keine Ahnung, wer Sadie ist, aber... wahrscheinlich einem... Na komm, Schrank. Explodier, mach irgendwas. Kunststück oder so. Nichts. Nur ein Schlüssel. Moment mal kurz. Das stelle ich cleverer an. Okay, so clever war das gar nicht. Ja, ja, Schreie. Schreie hier. Die machen mir nichts aus. So, dann gucken wir mal. Was dahinter ist. Noch ein Sch- Noch ein Schlüssel. Ach, das kann nur die eine Tür da hinten sein. Das kann nur diese eine Tür hier sein. Gut. Nee, nicht Escape. Tab-Taste. So, wieder ein Abschnitt des Hauses abgeschlossen. Bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich werde es bis zum Ende durchziehen. Ich hab's versprochen. So mache ich's auch. Das spaltet sich in mehrere Gänge. Und der Schlüssel ist bestimmt in dem seinen Herzen. Okay. So, hat sich doch was gelohnt hier. Die Frage ist nur, wohin als erstes lang? Ach, hier ist ja gar nichts. Außer eine Leiche. Eine blutverschmierte. Da ist nichts. Da ist nichts. Und da ist nichts. Geh mal zur Seite. Ah, okay. Was haben wir denn auf dem Zettel hier stehen? Special people have some useful things in his body. Yep, das habe ich schon vorher herausgefunden. Der Typ da hinten hatte meinen ersehnten Schlüssel, der wahrscheinlich dafür diese Tür hier ist, oder? Gucken wir doch gleich mal. Ach, da hängen die Jungs auch wieder schön ab. Was passiert jetzt, wenn ich einen Schlüssel... Ach, wie süß. Wie süß. Ah ja, okay. Hier kann ich, glaube ich, die Laterne ein bisschen ausmachen. Rechts oder links? Welch große Frage. Ich habe doch einen Schlüssel. Moment mal. Kann ich dafür verwendet werden? Kann ich dafür verwendet werden? Ist okay. Ist okay, Freund. Dann kann der Schlüssel... Hä? Ich hatte doch gerade eben noch einen Schlüssel. Ist der jetzt weg? Habe ich jetzt doch damit eine Tür geöffnet? Ach, das war noch... Das kann nicht dafür verwendet werden von der anderen Tür. Okay. Das Ding ist bestimmt nicht umsonst vernagelt, oder? Ah ja, da ist ja schon der Schlüssel. Ich hab dich nicht kommen sehen.
Warum ist dieses Ding hier vernagelt? Was ist das? Ein Stern? So, ich überlege gerade, ob das nicht geht. Offensichtlich nicht. Gut, dann bleibt die Tür eben zu. Ich habe nämlich sonst gar nichts, womit ich es öffnen kann. Ist das hier jetzt der Schlüssel dafür? Nein. Zu früh gefreut. Ich habe das Gefühl, dass das da hinten auch jetzt der Ausgang ist. Jetzt wollen wir mal gucken. Ein letzter Raum mit einer Gestalt, die hier rumsitzt. Blutig und so. Ein Klavier. Kein Schlüssel da drin. So, da war ein Schlüssel und Maschinenschlüssel. I can live like this. I'm kidnapping and killing people for nothing. I'm addicted to do it and the only way to end is to kill myself. I'm sorry, Daniel. Take this key and enjoy your freedom. And I spoke about the secret of this house in House of Creep 2. The secret is, the thing which are flying around aren't real. A special potion is making to hallucination. Forgive me. End this now. Also das ist dann das offizielle Ende von House of Creep, so wie es aussieht. Okay, es gibt mehrere Teile. Das ist alles nicht echt, das ist das Geheimnis. Die Sachen, die hier rumfliegen, weil er irgendwie eine halluzinogene Tinktur da abgibt. Ach, da ist es wieder eingekracht. Gut. Ich bin froh. Ich hab's geschafft. Das war das dann wohl. House of Creep 3 ist überstanden. Ich hab gemeint, da liegt noch irgendwas. Ein blutiger Ast. Ja, sehr schön. Sonst ist hier nichts mehr. Auch das Haus nicht. Nein, es ist definitiv vorbei. Das war's dann jetzt dann auch mit House of Creep 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr euch eine Custom Story wünscht, lasst es mich wissen und gebt mir Bescheid. Ansonsten suche ich mir die nächste aus und so weiter. Also es gibt bestimmt bald wieder eine. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen.